der Freidenker ist ja, Evolution braucht keinen Schöpfer. Und eigentlich sind ja alle Themenabende diesem Jahresthema gewidmet. Und das erste Thema hatten wir ja bereits mit Philipp Werle vor 2 Monaten, der über die Entstehung des Lebens ohne eben diesen Schöpfer gesprochen hat. Ich werde trotzdem ziemlich von Beginn her anfangen, einen kurzen Überblick nochmals geben über die Entwicklung des Universums nach Ben-Hur, auch das wird sehr kurz sein, dann einen Überblick geben, wie sich das Klima verändert hat, seitdem es die Erde gibt. Das hat einen wesentlichen Einfluss auch, wie das Leben eigentlich sich weiterentwickelt hat. Dann ist ein Kapitel da über die ungeschlechtliche und geschlechtliche Fortpflanzung. Dann Fortpflanzungsstrategien in der Natur, da gibt es ganz verschiedene. Dann Sexpraktiken im Tierreich, also es gibt praktisch nichts, was es in der Natur nicht gibt, was wir als Menschen auch schon kennen und noch viel mehr. Dann werde ich noch speziell eingehen auf die Menschenaffen, die ja unsere nächsten Verwandten sind und von denen wir eigentlich sehr viel auch übernommen haben. Dann Sozialstrukturen im Tierreich und Sozialstrukturen in menschlichen Gesellschaften und die Schlussfolgerungen und Fragen. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass es eigentlich zweiteilig ist, was wir machen. Es folgt nämlich ein Themenabend von Beata Sivi, die ebenfalls hier ist. Und wir haben uns da ein bisschen abgesprochen. Sie wird sprechen über die menschliche Sexualität zwischen Natur und Kultur. Das folgt daraus. Also es gibt dann einen Übergang zu Ihrem Themenabend in 2 Monaten. Zurück zur Entwicklung des Universums, wie das Ben-Hur eigentlich dargestellt hat. 13,6 Milliarden Jahre seit dem Urknall, das ist eine unvorstellbar lange Zeit, und die hat er zusammengefasst eben auf einen 24-Stunden-Tag. Und das habe ich hier jetzt mit der Uhr 12 Stunden, also vor 13,6 Milliarden Jahren der Urknall, vor 13 Milliarden Jahren war die erste Galerie erstellt, dann vor 8,5 Milliarden Jahren, das war um 9 Uhr, wenn man diesen 24-Stunden-Tag anschaut, war etwa die Hälfte aller Galaxien erstellt. Und jetzt komme ich zu den zweiten 12 Stunden, von 12 Uhr bis 24 Uhr bis Mitternacht. Und da sehen wir, vor 4,5 Milliarden Jahren ist die Sonne und die Erde entstanden. Vor 3,7 Milliarden Jahren ungefähr die ersten einzelligen Lebewesen. Vor 3,4 Milliarden Jahren die ersten Organismen, welche Photosynthese gehabt haben, welche also CO2 in Sauerstoff haben umwandeln können. Dann vor 2,3 Milliarden Jahren die ersten komplexen Zellen mit Zellkern. Und dann vor 2 Milliarden Jahren vielzellige Lebewesen, vor 1,5 Milliarden Jahren die geschlechtliche Fortpflanzung, also in dieser Zeit etwa, und vor 240 Millionen Jahren waren es die Dinosaurier, die unsere Erde bevölkert haben, und eine Sekunde vor Mitternacht, beziehungsweise 180.000 Jahren, kam dann der Homo sapiens. Also eine Sekunde vor Mitternacht in dieser langen Zeit. Hier zum erdgeschichtlichen Klima. Also wir sehen, am Anfang gab es überhaupt keinen Sauerstoff. Kohlendioxid dafür sehr viel. Und wir hatten eigentlich auch sehr viel Methan. Und wie ich vorhin gesagt habe, es gab dann in dieser Zeit etwa die ersten Lebewesen, welche imstande waren, mit Photosynthese eben CO2 eigentlich in Sauerstoff umzuwandeln, und der ist dann entsprechend auch angestiegen.
Also, die Luft, sogenannt die Urluft, Uratmosphäre, die hat sich enorm verändert in dieser Zeit, in der die Welt eigentlich existiert. Und genauso auch die Temperatur, also hier rot die Temperatur, Grad Celsius Durchschnittstemperatur, die ging dann bis unter Null durchschnittlich und so weiter und hat also sehr starke Änderungen erfahren. Hier sehen wir auch eine Darstellung der Eiszeit und hier die letzte Eiszeit, die vor etwa 13.000 Jahren oder so wirklich aufgehört hat. Es gab ja dann noch die kleine Eiszeit. Aber einfach um darzustellen, also in der Uratmosphäre hat sich sehr viel geändert, in der Temperatur, und das mussten Lebewesen natürlich sehr gut mitmachen. Also der erste Nachweis von Mikrofossilien war vor 3,4 Milliarden Jahren. Und was ist, das hat Philipp bereits schon gesagt, was ist charakteristisch für Lebewesen? Sie müssen einen Stoffwechsel haben, Energiehaushalt haben. Die Zellen von diesem Lebewesen müssen ein bisschen organisiert sein. Also eben welche Zellen sind für den Stoffwechsel zuständig, welche für Reagieren, das wäre das nächste, auf physikalische oder chemische Reize, dass sie sich dorthin bewegen können, wo es eben Nahrung gibt. Und was auch charakteristisch ist, dass sie eben sich fortpflanzen können und auch Informationen über das Erbgut weitergeben können. Es gibt verschiedene Theorien, wie das Philipp schon dargestellt hat, wie es zu diesen Grundsubstanzen gekommen ist, die nötig waren, damit überhaupt Lebewesen entstehen konnten. Also es gibt Theorien oder Hypothesen, eben dass Kometen eingeschlagen haben, die notwendigen Komponenten mitgeliefert haben, Wasser und so weiter, oder auch Staub von Kometen, der auf die Erde niedergefallen ist. Es gibt das Miller-Urey-Experiment, wo eben Mr. Miller und ein Professor Urey eben simuliert haben, schon in den 50er Jahren, die Uratmosphäre, die, wie ich sie vorhin genannt habe, und dann eben elektrische Laden, das mit elektrischer Laden praktisch bearbeitet haben, was dem Blitzen auf der Erde eigentlich entspricht. Und siehe da, eben nach einer Woche anorganischer Verbindung sind dann 15% organische Verbindungen entstanden, die Grundstruktur eigentlich für Lebewesen darstellen. Oder eine andere Hypothese geht davon aus, dass die ersten Lebewesen eigentlich in alkalischen Tiefseequellen entstanden sind, also bei 290 Bar oder 300 Grad Celsius. Das ist auch eine spezielle Atmosphäre, die eben bewirken können, dass sich Moleküle und so weiter verändern können. Ich komme eben zu den ganz einfachen Lebewesen, einzelligen Lebewesen ohne Zellkern. Da sieht man Bakterien, wie sie sich vergrößern können. Sie haben übrigens keinen echten Zellkern, sondern ein sogenanntes Kernäquivalent, aber die tragen auch gewisse Erbinformationen dabei oder haben gewisse Erbinformationen. Und sie sind umgeben von einer Membrane, welche die Aufnahme von Nahrung und so weiter sicherstellt. Und eben grundsätzlich ist es so, dass diese Zellen sich vergrößern und dann sich einschnüren, und dann gibt es zwei Lebewesen, also ein Klonen. Und das ist eigentlich die Art, also von einer Zelle werden dann zwei, die teilt sich wieder. Also es gibt in sehr kurzer Zeit, da habe ich gesagt, in 20 Minuten kann sich so eine Bakterie eigentlich verdoppeln. Also es sind wahnsinnige Mengen, die in sehr kurzer Zeit sich vermehren können. Und hier die geschlechtliche Fortpflanzung, da haben wir zwei Elternzellen, also mit den Chromosomen. Und eben diese Chromosomen, die werden halbiert.
und nachher befruchtet, wird die Eizelle befruchtet von Samen des anderen Elternteiles und es gibt diese Verschmelzung und es kommt wieder zu einem neuen Lebewesen, welcher aus zwei Erdzellen entstanden ist. Man nimmt an, dass eben die erste geschlechtliche Fortpflanzung vor 1,5 Milliarden Jahren, also vor sehr, sehr langer Zeit eigentlich entstanden ist. Wir wissen, dass der Mensch 46 Chromosomen hat. Was denkt ihr, wie viele Chromosomen hat die Hausfliege? Doppelt. Doppelt? Nein, weniger. Nein, so. Also 12. No. Und der Reis? 20. Ja, nicht schlecht. Der Schimpanse? 30. Ja. 46. Sehr gut, 48. Also, Ameise? Nicht. Ameise 48. Huhn? 78. Karpfen? 104. Ein Siegelklecks 254. Also die Anzahl Chromosomen sagt noch nichts aus über die Intelligenz eines Lebewesens, also so wie man hier sieht. Aber es ist erstaunlich natürlich, dass der Mensch, also nicht erstaunlich, wir wissen das, wir stammen ja alle eben von diesem Zweig der Menschenaffen ab, sehr nahe bei den Schimpansen oder Bonobos und so weiter sind. Warum gibt es überhaupt diese geschlechtliche Fortpflanzung? Also bei den asexuellen Fortpflanzungen, eben da wird geklont. Also die Eigenschaften, die Erbeigenschaften der Nachkommen sind genau gleich wie die Elternzellen. Also es gibt eine hohe Produktionsrate und bei der sexuellen Fortpflanzung, eben da braucht man immer einen zweiten Partner. Und so weiter, also man sieht hier schon visuell, dass es sehr viel weniger Nachkommen gibt. Also es ist viel aufwendiger, man braucht eben diesen Partner und so weiter. Was denkt ihr, ist der Nachteil der asexuellen Fortpflanzung? Oder was sind die Vorteile der sexuellen Fortpflanzung? Ja. Es gibt zusätzlich zu Mutationen gibt es noch neue Kombinationen. Ja, genau. Also zwei Erbinformationen kommen zusammen und ergeben etwas Neues. Das heißt, die Veränderungsrate dürfte schneller sein von Generation zu Generation. Genau. Da sind die Nachteile nochmals aufgeführt und eben die Nachteile bei den asexuell sich fortpflanzenden Lebewesen, sind schneller Krankheiten unterworfen und irgendwann sterben die dann aus. Und das ist also bei der sexuellen Fortpflanzung nicht der Fall. Es sind doch aber Bakterien, werden ja resistent gegen Antibiotikum zum Beispiel. Das heißt ja, dass das Bakterium sich relativ schnell anpasst. Genau. Da war übrigens gerade eben ein Vortrag von der NGW, Naturwissenschaftliche Gesellschaft, genau zu diesem Thema. Können Sie das Gewicht verändern? Die sind da alle sexuell. Ah, Bakterien. Bakterien. Also es gibt beides bei den Bakterien. Ich habe den Verdacht, dass das Bild, das Klamando gezeigt hat, dass das eine sexuelle Fortpflanzung ist und nicht eine Zellteilung macht. Bin ich ganz sicher. Das da? Nein, vorher mit den zwei Zellen, die sich teilen und ich hab ein sehr ähnliches Bild, weiter zurück, ein Foto. Ein Foto von, ich glaube, das ist alle von zwei Zellen. Ein Zellen kann, ja.
Nein, die Nanitos. Ah, die? Ja, das hatte ich den ein. Ich habe ein sehr ähnliches Foto und dort heißt, das sei der Beweis, dass Bakterien sich sexuell fortpflanzen. Also, das wurde, habe ich gefunden als Beispiel als, von eben asexueller Fortpflanzung. Also ja, den, darf ich. Ja. Es ist eben, es gibt die asexuelle Fortpflanzung mit zwei Partnern. Nein, die ungeschlechtliche Fortpflanzung mit zwei Partnern. Die sind ungeschlechtlich, die sind beide gleich, zwei Zwitter sozusagen. Ganz so. Und dann gibt es die sexuelle Fortpflanzung, da hast du Männchen und Weibchen. Und dann gibt es auch die Zellteilung. Ja, also das ist einfach die Zellteilung. Wir kommen zu den Zwittern. Ja, okay. Das sein. Ein paar Beispiele für Pflanzen und Tiere, die sich asexuell weiter fortpflanzen, also bei den Tieren Bakterien. Also hier können beide, also Bakterien können auch geschlechtlich sich fortpflanzen. Regenwurmarten, Süßwasserpolypen, da gibt es Ausstülpungen, die dann eben ein einzelnes Lebewesen wieder werden. Und sexuell die meisten Pflanzen, die meisten Tiere, die 99%, die habe ich einfach so gefunden, aber ich weiß nicht, wie weit das stimmt. Und dann gibt es solche, die eben fakultativ sich fortpflanzen können, also sowohl sexuell als auch asexuell, also umgekehrt. Bei den Tieren Wasserflöhe, Blattläuse, Hühner, gewisse Fisch- und Reptilienarten. Und das finde ich eigentlich auch noch eine schöne Darstellung. Wir haben hier die Zeit. Vor etwa 500 Millionen Jahren waren die Urwirbeltiere, die sich asexuell fortgepflanzt haben. Auch es gibt da die Seescheiden, die haben auch eine Ausstülpung gehabt, welche dann eine eigene Seescheide geworden ist. Oder die Salpen, da sind kleine Larven entstanden, ohne dass dass die Zellen geschlechtlich befruchtet waren. Und die äußere Befruchtung bei Fischen zum Beispiel, die war vor etwa 450 Millionen Jahren. Und die innere Befruchtung mit einem Penis, das war vor etwa 370 Millionen Jahren. Und hier sehen wir, also die Fische waren etwa hier, 450 Millionen, Amphibien, Reptilien, Krokodile, Schildkröten, Vögel, Säugetiere, also eben 65, Milchdrüsen, 65 Millionen Jahren, finde ich noch eine schöne Darstellung. Ich komme zu den Fortpflanzungsstrategien. Also bei der geschlechtlichen Fortpflanzung gibt es ja Männchen und Weibchen. Die Weibchen erzeugen große Eizellen und die Männchen kleine Spermien. Und die Befruchtung ist entweder im Wasser oder eben im Mutterleib. Bei den Säugetieren ist meistens das Weibchen zuständig für die Aufzucht. Bei den Vögeln sind es oft beide, das Männchen und das Weibchen. Und der Grund ist der, eben, dass bei den Vögeln es von der Befruchtung bis zum Eierlegen, also sehr viel kürzer, weniger Zeit vergeht, dass das Männchen noch in der Nähe ist und somit auch noch mit hinzugezogen wird für die Aufzucht. Während eben bei den Säugetieren das viel länger dauert und da ist das Männchen mit verschwunden. Das Männchen verwendet in der Regel viel Zeit auch für den Konkurrenzkampf. Und hier sehen wir ein Wasserfloh. Und das ist eigentlich eben noch sehr interessant, also abgesehen davon ein Wasserfloh. Ich habe dieses Bild extra noch eingefügt, weil ich sehe, wie kompliziert so ein Wasserfloh schon ist. Also hat ein kleines Gehirn, ein kleines Herz. Es hat hier natürlich da die Embryonen und so weiter. Und eben das ist fakultativ, kann sich asexuell oder sexuell fortpflanzen. Und das, was ich da gefunden habe, ist eben, dass es
im Frühling, Sommer sich eher asexuell weiter vermehrt und im Winter eher die sexuelle Fortpflanzung. Der Grund ist klar, dass dann die Nachkommen etwas widerstandsfähiger sind für den Winter. Eben die Frage ist immer, wie weit wird Energie investiert in die Aufzucht oder eben nicht? Also bei den Fischen ist es so, dass sehr viele Eier erzeugt werden. Auch bei der geschlechtlichen Fortpflanzung. Die Eier werden abgelegt vom Weibchen nach 3 bis 4 Jahren und dann gießt das Männchen eine milchige Samenflüssigkeit drüber und dann werden eine bestimmte Anzahl der Eier befruchtet. Die Bachforelle im Durchschnitt legt etwa 1000 Eier, das sind schon sehr viele. Der Lachs 50.000 Eier, also da nimmt man in Kauf, dass natürlich viele nicht überleben. Es wird ja nichts in die Aufzucht investiert und der Zander 500.000 Eier. Also enorm. Und bei Säugetieren gibt es weniger Nachkommen, dafür wird viel mehr investiert in die Aufzucht. Was macht das Männchen? Hilft es mit bei der Aufzucht? Also hier haben wir ein Fregattenvogelmännchen. Das möchte die Weibchen gewinnen, eben durch diesen Ballon, Kehlsack, den es aufbläst. Das ist offensichtlich ein Schönheitsmerkmal bei den Fregattenvögeln. Und gleichzeitig aber bereitet das Männchen das Nest vor. Also mit diesen zwei Dingen möchte es also das Weibchen also für sich gewinnen. Und das habe ich aufgenommen in den wie heißen diese Inseln? Galapagos-Inseln. Also da gibt es eine Insel, das kann man ziemlich nahe, ein paar Meter, also von diesen Nesten kann man da vorbeiwandern. Und ich habe auch gesehen, wie also ein Weibchen da hinzugeflogen ist zu einem Männchen und dann ist es auch wieder weggeflogen und dann ist da der Sack ist da wieder in sich zusammengefallen. Also. Und hier das Umgekehrte, also eben das Männchen bei den Fregattenvögeln, das macht also mit bei der Aufzucht. Hingegen das Gorillamännchen investiert sehr viel in den Konkurrenzkampf und kümmert sich eigentlich groß um die Aufzucht. Eine andere Fortpflanzungsstrategie bei den Seepferdchen ist es so, dass eigentlich das Männchen schwanger wird. Und zwar ist es, das Weibchen hat zwar das Ei, das wird bei dem Weibchen noch befruchtet, aber dann übergibt es das befruchtete Ei dem Männchen und der trägt es dann aus und nach einem Monat unter großer Anstrengung wird dann eben das Ei wieder gelegt. Eine andere Strategie verfolgen die Maulwürfe. Nachdem sie Geschlechtsverkehr hatten mit dem Weibchen, also Männchen mit dem Weibchen, dann setzen sie einen Pfropfen auf die Geschlechtsöffnung des Weibchen, damit kein anderes Männchen eben hinzukommt. Sehr interessant. Auch Hausmäuse, aber auch einige Insekten und Spinnenarten verfolgen diese Fortpflanzungsstrategie. Eine weitere, das sind die Zwitter, sehr typisch. Also die Weinbergschnecken zum Beispiel, die haben sowohl die männliche als weibliche Fortpflanzungsorgane. Und die paaren sich dann auch wieder mit einem Artgenossen, der auch wieder beide Geschlechtsorgane hat. Und was an sich sehr aufwendig ist, oder? Weil zwei verschiedene Arten von Geschlechtsorganen gebildet werden müssten. Und es wird auch nur gemacht, wenn die Partnersuche schwierig ist. Also eben das, so eine Schnecke, die bewegt sich sehr schnell vorwärts und da ist sie darauf angewiesen, dass sie Junge kriegt, also mit irgendeinem Partner, der ihr über den Weg läuft.
Also, sie können sich sogar eben selber befruchten, aber ein Partner ist trotzdem bevorzugt, eben wegen, weil die Nachkommen natürlich viel resistenter sind. Sehr interessant auch der tropische Clownfisch. Das ist ein sogenannter Konsekutivzwitter. Das Männchen und das Weibchen leben mit asexuellen Artgenossen zusammen, und wenn zum Beispiel das Weibchen stirbt, dann wechselt das Männchen das Geschlecht und wird ein Weibchen, und der nächsthöhere asexuelle Clownfisch wird dann das Männchen. Also ich habe einfach immer mehr gestaunt, was es da alles für Fortpflanzungsmöglichkeiten gibt in der Natur. Dann auch etwas Interessantes grundsätzlich beim Büchsenskorpion. Wenn ein Männchen sich gepaart hat mit einem Weibchen, dann und vielleicht nach vier Stunden wieder Lust hatte, mit dem Weibchen sich zu paaren, dann hat das Weibchen eigentlich das Männchen wieder weggestoßen. Hingegen, also wenn ein neues Männchen gekommen ist, dann war es schon bereit nach anderthalb Stunden. Also das zeigt eigentlich, dass eben gerade jetzt diese Tierchen so gepolt sind, dass die Weibchen sich mit mehreren Männchen paaren. Ja, das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft, sogenannte Spermienkonkurrenz, und die Geburt und die Aufzucht eines gesunden Nachwuchses. Also das waren so ein paar Fortpflanzungsstrategien, und jetzt komme ich zu den Praktiken im Tierreich. Eben das Liebesleben umfasst eigentlich alles, was wir Menschen auch kennen, sei es die Selbstbefriedigung, alle oder viele Tierarten tun es, und es wird alles benutzt, was zur Verfügung steht, die Pfoten, die Flossen, der Rüssel, je nachdem, um wen es sich handelt. Ich bin wahrscheinlich schnell, ich mache mich noch nicht lesen. Wieso? Ja. Eben das letzte vielleicht, habe ich gelesen. Also, dass Schimpansen sich kleine Holzstücke so zurecht vorbereiten, dass sie es als Dildo benutzen können. Auch sehr interessant. Spieße. Homosexualität. Eben, es gibt etwa, so habe ich gelesen, 1500 Tierarten, bei denen Homosexualität ausgelegt wird, und 500 davon sind wissenschaftlich sehr gut untersucht. Am meisten verbreitet ist Homosexualität eben unter Säugetieren, also unter Herdentieren, weil das eigentlich die Bindung im Netzwerk verstärkt. Zum Beispiel bei Giraffen, also eben offensichtlich 9 von 10 Paarungen bei Giraffen erfolgen zwischen männlichen Tieren. Einfach, dass man das weiß, also was sich alles tut im Tierreich. Es ist auch so bei den Albatros-Vögeln, da können sich 2 Weibchen zusammentun. Und vor allem, wenn Männchenmangel herrscht, dann lässt sich das eine von einem Männchen begatten. Dann ist es ja wirklich Baby. Ja, aber nachher leben die 2 Weibchen zusammen. Also das Männchen ist selber, ist bereits in einem Partner, also hat schon eine Partnerin. Aber einfach um Junge aufziehen zu können, als schwule Weibchen bedienen sie sich also dieser Möglichkeit. Sogar das gibt es, dass sich Tiere mit anderen Tierarten, also sexuell paaren.
Also ich will da nicht allzu lange eingehen, also das heißt nicht Sodomie, sondern das ist natürlich bei Menschen der Fall, aber das ist jetzt ein Hase mit einer Katze, das ist ein Hase mit einem Huhn, das ist mit einem Schaf, dann ein Schaf mit einem Hund und ein Affe mit einer Hirschkuh, also eben, es gibt eigentlich im Tierreich nichts, was wir unter den Menschen auch feststellen können. Dann der sogenannte Liebespfeil unter den Weinbergschnecken. Also die können sich gegenseitig einen scharfen Stift gegenseitig hineinbohren. Also ein Stift aus Kalk, Chitin oder Knorpel kann eine Länge haben von 1 bis 30 mm. Also das sieht man hier. Einfach zur Stimulation des anderen für das Liebesspiel. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ob das eine Form von Sadomasochismus ist, den man da im Tierreich ebenfalls findet. Ja, eben, und wer glaubt, dass nur eigentlich Männchen grausam sein können, die Weibchen können es auch sein. Also es gibt verschiedene Tierarten, die, bei denen das Weibchen das Männchen, also nach dem Geschlechtsakt, eigentlich auffrisst, oder? Und warum das eigentlich ganz genau ist, das weiß man noch nicht ganz genau. Oder weißt du das, Philipp? Ja, ich nehme an, die brauchen Energie, um jetzt die Eier zu legen. Und ah, okay. Hat sie zum Fressen gern. Dann komme ich also zu den Menschenaffen, und hier sehen wir eine Abstammungsdarstellung, also hier unten die Millionen Jahre, wo sich dieser Zweig und dieser Zweig da entwickelt haben. Und von diesem Zweig her haben sich die Gorillas vor etwa 8 Millionen Jahren zu einem eigenen Tierstamm entwickelt. Dann vor etwa 5 Millionen Jahren auch der Mensch sich anders entwickelt als Mensch, und nach etwa 3 Millionen Jahren die Bonobos. Die DNA, die sind nur 1,6% verschieden, das haben wir vorher gesehen, also sind eigentlich unsere nächsten Verwandten. Zu den Bonobos. Diese haben einen enormen Sexualtrieb, und zwar losgelöst eigentlich von der Fortpflanzung. Und oft geht eigentlich die Initiative vom Weibchen aus. Und ja, es heißt, also die Weibchen haben bei den Bonobos eine ziemlich starke Bedeutung. Also die Weibchen paaren sich 7 bis 8 Mal hintereinander mit mehreren Männchen. Und eben, das ist also sehr wichtig auch für den Gruppenzusammenhalt. Also wir kommen noch dazu. Ganz anders die Schimpansen. Die sind jetzt machtbesessen, eifersüchtig, hinterhältig, aggressiv. Es gibt Morde, organisierte Kriegszüge, Vergewaltigungen und Kriegstötungen. Also wirklich ganz andere Charaktereigenschaften. Und dann die Gibbon, welche in Regenwäldern von Südostasien leben. Und die leben wirklich in Kleinfamilien. Und sie verteidigen einfach ihr kleines Territorium als Familie, also ein Männchen, Weibchen plus die Kinder, einfach mit lautem Gebrüll und so weiter. Sie haben wenig Interaktion zu anderen Sippen, also von den Gibbon, kommunizieren wenig, und offensichtlich, das habe ich so gelesen, haben sie eine geringe Intelligenz. Was ist die Definition von Intelligenz mit den Affen? Ja, also ich denke, die Tierphysiologen oder die Tier Beobachter und so weiter, die sehen doch ziemlich schnell, ob
eine Affenart lernfähig ist. Wolltest du was sagen zur Intelligenz? Gebrauch von Werkzeug zum Beispiel. Ja, genau. Genau. Ja, das ist auch immer eine menschliche Definition, oder? Eigentlich ist es das Lösen von neuen Aufgaben. Dann, ja. Genau. Also die leben quasi monogam, aber man hat vereinzelt auch Seitensprünge also festgestellt. Was sind die Vorteile, wenn man alles teilt? Also Nahrung teilt, Sex teilt mit verschiedenen Partnern, gegenseitig, Männchen, Weibchen und umgekehrt. Also ausgehend natürlich von einer größeren Paarungsbereitschaft bei den Frauen, bei den Weibchen, weniger Frustration und Konkurrenz bei den Männchen. Die Folge ist, es gibt auch wenig Allianzen unter den Männchen. Also jeder ist ja mit jedem gut dabei. Dann eben bei den Jungen ist die Vaterschaft unbestimmt. Das heißt, automatisch sind die Männchen also eher bereit, auch für die Jungen, ob es jetzt die eigenen Jungen sind oder andere, zu sorgen. Es gibt mehr weibliche Allianzen, aber die sind weniger aggressiv. Und es gibt weniger Kindstötungen. Das weiß man eben von den aggressiven Affenarten. Also wenn sich jemand durchgesetzt hat in einem Harem, dann ist es oft so, dass die Jungen dann getötet werden. Was verrät der Körper, den die Tiere haben? Also wenn ein Tier Fell hat, Fellpolster und so weiter, dann kann man daraus schließen, dass diese vielleicht eher in kälteren Regionen gelebt haben. Zähne sagen etwas aus über das, was sie gegessen haben oder was sie essen. Augen, Beine, Füße, wie sie sich fortbewegen. Und der Dimorphismus, also der Unterschied zwischen der Größe des Männchens und Weibchen, das ist Dimorphismus, die Genitalien, die sagen etwas aus über das Sexualverhalten der Tiere. Also männliche Gorillas haben starke Muskeln, und zwar weil sie wirklich alles in den Konkurrenzkampf investieren, kleinen Penis. Eben, wenn sie es einmal geschafft haben, dann ist das die Paarung mit mehreren Weibchen kein Problem mehr. Die promiskuitiven Bonobos haben große Hoden, weil sie sich mit vielen Weibchen paaren und dann eigentlich auch sicherstellen wollen, dass ihre Samen also zum Zuge kommen bei den Nachkommen. Gibbons haben sehr kleine Hoden und eine sehr geringe Spermienzahl. Und hier nochmals eine Tabelle, ich will nicht alles durchgehen, aber hier sieht man eben den Dimorphismus. Also Gorilla, das Männchen ist 100% größer, doppelt so groß wie beim Weibchen, genau wie beim Orang-Utan. Bei den Menschen ist der Unterschied nicht so groß, aber das weist doch darauf hin, dass auch die Menschen bei den Menschen klassisch durchsetzen müssen gegenüber anderen Konkurrenten. Hier die Spermienzahl, Menschen haben das hat abgenommen, die Spermienzahl, also Millionen Spermien pro Ejakulat. Hier relativ wenig. Dann der Mensch ist das Männchen oder der Mann ist ausgestattet mit dem größten Penis. Körpergewichte, Kopulationen pro Geburt. Also das weist eigentlich schon darauf hin, dass in der Geschlechtsakt nicht nur für die Fortpflanzung nötig ist, sondern eben auch aus Spaß eigentlich gemacht wird. Was ganz anders ist beim Gorilla oder beim Orang-Utan. Und hier eben die durchschnittliche Dauer einer Population. Hier, das ist einfach noch die bildliche Darstellung. Also beim Menschen ist es so, dass
vielfach Fleisch und Menschen einander zugekehrt sind. Man sieht hier auch die Größe der Horden. Hier übrigens, das ist auch ein Merkmal, bei den Bonobos und Schimpansen wird der Hinter sehr stark rot, wenn vom Weibchen, wenn es also den Eisprung eigentlich zugeht, oder also, dass es bereit ist, also das sieht das Männchen dann so schon. Auch beim Mensch ist das also nicht der Fall. Und ja, also nochmals vielleicht zu den Sozialstrukturen im Tierreich. Also Bonobos, friedliche Gemeinschaften, eben weil jeder sich mit jedem paart. Sogenannte multimale, multifemale Paarung nach dem Alan Dixon. Mehrere Menschen paaren sich mit mehreren Weibchen. Das ist auch beim Schimpansen grundsätzlich so, aber es bilden sich eben sehr starke Allianzen unter den Männchen, auch veränderte Allianzen, männerkontrollierte Gemeinschaft. Beim Gorilla ist es so, dass normalerweise ein dominanter Mann mit mehreren Weibchen zusammenlebt, polygyne Paarung. Und bei den Gibbons gründen kleine Kernfamilie, oder die gründen kleine Kernfamilie. Jedes Paar besitzt ein Territorium, monogame Paarung, wie wir gehört haben. Vielleicht zusammenfassen, Polygamie ist im Tierreich sehr stark verbreitet. Nur einige Vögel, Nagetiere und Krokodile sind wirklich monogam. 98-99% aller Säugetiere leben polygam und also Untreue in dem Sinn zahlt sich evolutionstechnisch aus, weil die Nachkommen sehr viel resistenter sind. Schwäne zum Beispiel gelten als Symbol für eheliche Treue, in Anführungszeichen. Trotzdem sind sie eben auch Seitensprüngen nicht abgeneigt, also dieser Professor Raoul Mulder von der Universität Melbourne hat Schwäne mit Mikrochips ausgestattet und hat dann das Kopulationsverhalten analysiert und eben da DNA-Tests haben gezeigt, dass jedes sechste Küken nicht vom sozialen Vater eigentlich aufgestanden hat. Bei den Vögeln ist es so, dass 90% der Vögel in einer festen Paarbeziehung sind, aber nur während der Brutsaison. Nachher schauen sie sich wieder nach einem neuen Partner um und man nennt das eben soziale Monogamie. Also die Vorteile der Polygamie, also wir haben hier Polygynie, also das stärkste, beste Männchen paart sich mit mehreren Weibchen. Und da ist der Fortpflanzungserfolg natürlich besser. Also eben. Dann die Polyandrie, da ist die Bindung innerhalb der Gruppe verbessert. Also das ist ein Weibchen hat mehrere Männchen, das ist seltener natürlich. Ich komme dann noch dazu. Dann gibt es die Polygynandrie, eine Kombination von eben Polygynie und Polyandrie. Da ist sowohl besserer Fortpflanzungserfolg und stärkere Bindung wahrscheinlich. Und die, also das ist überall mit Bindung. Das letzte, die Promiskuität, das ist einfach jedem mit jedem, aber ohne eigentlich Bindung untereinander. Aber es gibt. Gibt es das in der Natur, bei den Tierreich? Philipp? Ja, ich würde schon meinen. Also, ich weiß nicht, von der Bonobos ist nicht dort so. Ja, ich denke. Ja, sie sind in der Gruppe. Das sind sie nicht unbekannten eigentlich. Oder? Ja. Das heißt, paar, ja. Und bei Bonobos ist das innerhalb von der, von der Gruppe. Also, sie sind nicht unbekannt. Du hast vorhin ein Beispiel gezeigt,
wo gestanden ist, die sind Promiskuität. Ich weiß aber nicht mehr, welche Folie. Ja, aber die meisten Tiere sind ja zu dumm, um überhaupt zu merken, es ist wieder der gleiche. Also, ja, das ist aber eine Behauptung, kannst du das beweisen? Ja, du musst mal schauen, was es denn für Tiere gibt. Wenn du an Tiere denkst, das ist das, was ich davor das letzte Mal angefangen habe. Wenn du an Tiere denkst, dann denkst du an Säugetiere. Aber die meisten das Tiere sind Würmer und Schnecken. Genau, die Schnecken zum Beispiel. Insekten. Die sind Promiskuit. Würde mich sehr wundern, wenn ein Flieger merkt, oh, jetzt kommt da wieder der mit den hübschen. Ich weiß auch nicht. Okay. Genau. Also da musst du bei den Tieren genau suchen, die gar keine sozialen Bindungen haben. Also Insekten wahrscheinlich. Schnecken zum Beispiel, bevor ich gezeigt habe, wahrscheinlich. Da bin ich nicht gerade. Oder haben die Paarbindungen? Oder so etwas? Ja, also sie haben eine sehr lange Paarungszeit, also ja, das die verbringen lange Zeit miteinander. Okay. Oder? Aber was sie empfinden, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Also auf jeden Fall, ich wollte das eigentlich noch ergänzen oder habe es auch gefunden irgendwo, dass das im Gegensatz zu anderen, zu den Oberhaft und zu den zu diesen Varianten eigentlich eben ohne Bindung stattfinden, aber trotzdem natürlich zu einer Verbesserung der Qualität der Nachkommen eigentlich beiträgt. Ich komme zu den Sozialstrukturen in menschlichen Gesellschaften. Also die Evolution hat den Menschen rasch mit einem sehr großen Gehirn ausgestattet, mit einer Sprachfähigkeit, um mit anderen Menschen zu kommunizieren, hat den Menschen einen starken Sexualtrieb mitgegeben, eben längere Sexualrate als bei den Bonobos. Eben hier die Frage, wieso sieht man der Frau die fruchtbaren Tage nicht an wie bei den Primaten? Was könnte der Grund sein? Dass man länger miteinander eben auch sexuell verkehren kann, also nicht nur während dieser Phase, wo es eigentlich fortpflanzungsmäßig einen Erfolg bringt. Also eben das ist die Theorie von der Anthropologin Helen Fischer, und die hat ein C zu viel hier, das ist eine Amerikanerin. Durch den verborgenen Eisprung, die verlängerte Sexbereitschaft, bindet die Frau den Mann mehr an sich und macht weniger Seitensprünge. Und das ist eine zweite Theorie. Wenn die Frau mit mehr Männern schläft, weiß der Mann nie, ob das Kind von ihm ist. Er engagiert sich mehr für die Aufzucht, als er den Tieren gesehen hat. Warum gibt es bei den Frauen eigentlich einen Orgasmus, obwohl der ja nicht unbedingt nötig ist für die Fortpflanzung? Damit sie auch bereit ist, das überhaupt, sie haben ein Geschlecht anzulassen. Ja. Also ich denke, jeder Orgasmus ist eigentlich etwas Schönes. Ich denke, für Mann und Frau. Also eine Theorie, warum es so weit gekommen ist, ist, dass eigentlich Menschen, Männer und Frauen embryonal eigentlich ursprünglich mal gleich konzipiert waren. Also eben zum Beispiel haben die Männer zwei Brustwarzen, obwohl sie die auch nicht benötigen. Und so ist auch der Orgasmus zu verstehen. Also wir haben eine zweite. Brauchen die Männer den Orgasmus auch nicht in dem Fall? Wie? Dann brauchen die Männer den Orgasmus auch nicht. Die Männer brauchen ihn eindeutig. Eindeutig, oder? Im Sexualakt, oder? Auch die Frauen, ich meine, wir wissen, dass viele Frauen Schwierigkeiten haben, einen Orgasmus zu erleben, aber sie bekommen trotzdem Kinder. Und eben die Frage ist, warum haben sie überhaupt einen? Eben da ist die zweite, fördert die Lust, die Beziehung zwischen Mann und Frau und auch trotzdem die Empfängniswahrscheinlichkeit während des Orgasmus, also dass die Kontraktionen, also in diesem Bereich, die saugen eigentlich die Spermien an und fördern eigentlich auch die Empfängnis.
Also warum erleben nur 65% der Frauen einen Orgasmus? Da ist eine Aussage der Sexualtherapeutin Dr. Eliane Sargasin. Das ist eigentlich sehr zeitabhängig, wie die Frauen das erleben. Also seit Beginn des Christentums war eben die Sexualität immer in das Korsett der Ehe eingebunden, also es war die Fortpflanzung ausgerichtet und nicht unschuldig, also sind sehr stark vereinfacht, ich entschuldige das. Schuld ist auch Sigmund Freud, der eigentlich sehr stark plädiert hat auf den vaginalen Orgasmus der Frau, also dass man nur das durch das Eindringen des Penis erleben kann. Ja, wie war das eigentlich früher bei den Menschen? Irgendwann hat es ja angefangen, dass man eigentlich monogame Gesellschaftsstrukturen entwickelt hat. Ab Beginn der Altsteinzeit war es eigentlich so, dass die Jäger und Sammler eigentlich alles geteilt haben. Die Nahrung unter den Weibchen und Männchen, aber auch Sex, also so wie wir das von den Bonobos her kennen. Das war zu diesem Zeitpunkt auch die beste Überlebensstrategie. Und dann mit Beginn der Jungsteinzeit, als die Menschen begonnen haben mit dem Ackerbau, mit der Viehzucht, da kam plötzlich eigentlich eben der Besitz ins Spiel, also das gehört mir, wie wird das weiter vererbt? Also wenn man nicht sicher ist, welches Kind, ob das Kind von einem selber ist, dann ist es viel schwieriger, natürlich einen Besitz zu vererben. Und mit also Beginn also dieser, von Ackerbau und Viehwirtschaft begann dann auch die Verteidigung. Man begann auch damit Kriege zu führen. Also eigentlich erst dann fand das statt. Das ist also, finde ich, sehr interessant. Ja, hier habe ich noch ein Buch gefunden von der Franziska Hirschmann, Eheformen in der Antike. Und eben, ich habe eigentlich nur aus dem Inhaltsverzeichnis das genommen. Es ist überall das natürlich sehr gut geschildert, mit verschiedenen Varianten, aber Polyandrie bei den Kelten, also da gab es offensichtlich Strukturen, wo die Frau mehrere Männer haben konnte, dann genau gleich bei den Spartanern, im Gegensatz zu den übrigen Griechen, die gar nicht so waren, gestrickt waren, dann Polygynie in Mesopotamien, bei den Persern und hier bei den Ägypten die Geschwister leben. Um 1960 haben die Ethnologen in ca. 850 menschliche Wildbeutegesellschaften analysiert. Wildbeutegesellschaften, das sind jene, die immer noch gejagt haben und gesammelt haben. 708 Gesellschaften, da wurde Polygynie praktiziert, also ein Mensch mit verschiedenen Frauen. Nur in 4 Gesellschaften Polyandrie, also ein Weibchen mit verschiedenen Männern. Und in den übrigen 137 Gesellschaften lebten die Menschen monogam in Anführungszeichen. Also das war eben 1960, das sind Daten von 1960, hat man so viele wirklich noch festgestellt. Ja, also es sind nicht Länder. Länder gibt es weniger als diese Gesellschaften. Es gibt Brasilien zum Beispiel verschiedene Sippschaften und so weiter, und die hat man als eigene Gesellschaft eigentlich angeschaut. Und das ist das Ergebnis. Ja. Warum ist Monogamie auf Erikszeichen? Ja, man weiß nicht, ob sie doch nicht auch Seitensprünge gemacht haben. Aha. Ich komme dazu eigentlich auch noch. Und laut diesem Handbuch, Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, von 2007 gibt es
in 83% aller menschlichen Gesellschaften Polygamie in Form von Polygynie, also ein Mann mit mehreren Frauen, und sehr wenig Polyandrie eigentlich. Aber es gibt sie, das habe ich in Wikipedia gefunden, in Teilen Indiens, also das ist alles Polyandrie. Ne? In Himalaya, in Kashmir Pradesh, Bhutan, Kongo, Nigeria, im Norden Nigerias. Und das sind Länder, in denen die Polygamie noch legalisiert ist. Also relativ viel. Viele islamische Länder sind natürlich dabei. Was spricht für die Monogamie? Grundsätzlich ist Promiskuität und Polygamie die älteste natürliche Lebensweise für Menschen. Aber die Nachteile ist eben bei der Polygynie, ein Mann kann zum Beispiel bei den, im Islam 4 Frauen besitzen und 3 haben dann keine. Oder also das ist der Nachteil. Und das vielleicht noch, also eigentlich wird während des Geschlechtsaktes Hormone werden ausgeschüttet, welche die Paarbindung eigentlich fördern, das heißt Oxytocin oder Vasopressin. Also das spricht für die Monogamie eher. Dann Chris Bauch und Richard Elrath, McElrath, das ist ein Mathematiker und das ist ein Anthropologe, die haben Computersimulationen gemacht. Bei Kleingruppen mit weniger Dutzend Individuen verschwinden Geschlechtskrankheiten automatisch, auch wenn man polygam lebt. Ab einer bestimmten Gruppengröße, also von 300 Menschen an aufwärts, werden Geschlechtskrankheiten zum Dauerproblem. Also in großen Gesellschaften empfiehlt es sich nicht unbedingt die Polygynie und so weiter. Polygynie. Überlebt eine Kleingruppe mit wenigen Dutzend Individuen überhaupt? Wer? Überlebt eine Kleingruppe mit so wenigen Individuen überhaupt? Ja, es ist für uns in unserer heutigen Zeit, denke ich, ist das nicht mehr fast der Kabel. Also weil es das gar nicht mehr gibt. Ja. Das hat es vielleicht einmal gegeben, also so kleine Gruppen, die überleben konnten. Ja, so die Wildhäuser-Gesellschaften, also die waren irgendwie bis 150, zum maximal Beispiel. Zwischen 100 und 150. Ja, aber das ist viel mehr als wenige Dutzend. Also bei den Höhlenbewohnern hat man ja von 30er-Sippen gesprochen. Ja, aber dann haben die wieder Frauen geklaut von einer anderen Sippe. Ja, stimmt. Genau. Aber eine so kleine Gruppe ist nicht überlebensfähig. Also ich denke in der Vergangenheit schon, also eben Jäger und Sammler und so weiter, ich denke nicht, dass das größere Gesellschaften waren, aber da habe ich mich wirklich zu wenig eingelesen. Glaube ich nicht. Das schließt ja nicht aus, dass die Kinder woanders hinziehen. Ja, ja. Also auf jeden Fall, das ist sicher etwas, das in der heutigen Zeit, also gegen Polygamie eigentlich spricht. Und eben, da ist vielleicht noch zu sagen, also unser Rechtssystem, das basiert auf dem römischen Recht. Und die haben eigentlich damals schon recht früh eigentlich das Idealbild der Monogamie gehabt. Und zwar insbesondere wegen Erbrecht, das was ich vorhin schon angesprochen habe. Ja, ich wollte doch noch etwa ein Kapitel bringen über die Seitensprünge, obwohl wir jetzt monogame Gesellschaften haben. An der Georg-August-Universität Göttingen wurde eine relativ große Befragung durchgeführt, also 2380 Männer und 2600 Frauen wurden befragt. 49% der Männer und 43% der Frauen waren mindestens einmal untreu im Verlauf einer Partnerschaft. Davon von diesen 49 Männern, 41 Männern, das ist also etwa 20% insgesamt oder der Männer, und die hatten eine Affäre von mindestens einem Monat und bei 25% der Männer und Frauen war die Affäre 6 Monate lang oder mindestens. Am Stück unterteilt? Wie? Am Stück unterteilt?
Ja, das. Aha, also das kommt gerade in den. Also 22% und 15% der Frauen waren mit mehreren Personen untreu. Beantwortet das die Frage? Und wie sieht das mit den Ländern aus? Also, Fremdgehen tun 29% Männer und etwa gleich viele Frauen in der Schweiz. In Frankreich 55% der Männer und 32% der Frauen. Das ist alles aus dieser Studie, ja, die diese Universität gemacht hat. Und in Italien auch wieder etwa gleich viel. Und in den USA 15-17% der Männer und Frauen, welche untreu werden. Also das mag wahrscheinlich mit dem eher prüfen, Einstellung zum Sexualleben und so weiter zusammenhängen. Es wäre aber interessant zu wissen, wie das in muslimischen Gesellschaften ist. Ja, denke ich auch, das wäre interessant. Da wäre wahrscheinlich ganz andere. Ganz anders, da bin ich. Ich muss einfach irgendetwas finden, klar, das auf irgendeine Stelle. Dann wird es keine Untersuchung geben. Also die Frage hier ist, erstens mal, wie kommt dann der Durchschnitt von 41 und 46 bei den Frauen, befunden die Frauen alle um die 30% maximal sind, oder? Und das Zweite ist, wahrscheinlich ist das nur die Rate, wie viele Prozent der Befragten haben es zugegeben. Ja, und die Männer haben es übertrieben. Das, genau. Das schon. Aber bei den Italienern garantiert. Als ich diese Zahl gesehen habe, war für mich das eigentlich klar. Also grundsätzlich sind es ja weniger Frauen, welche einmal untreu sind. Aber dass Frauen eher die Tendenz haben, wenn schon, dann etwas länger, das ist für mich eigentlich noch ziemlich von der Erfahrung her nachvollziehbar. Interessant ist dann, die 59% gehen sie dann mit den Männern teilweise, weil es sind weniger Frauen fremdgehen als Männer, mit wem gehen dann die Männer fremd? Ah, das ist die Frauen mit Hoffnung. Das dann. Ah gut, ja, das ist ja. Sie verdienen eine Frau, verdient mehrere untreue Männer. Leider. Das könnte auch sein, dass wenn eine Frau mal auf den Geschmack gekommen ist, dann macht das mehrere Frauen. Gut. Die Männer übertreiben, weil. Vielleicht ein anderer Punkt noch, der auch sehr stark prägend ist, dass in unseren Gesellschaften, warum die verbreitete Dominanz der Männer. Und zwar, diese Frau hier hat viele Bücher geschrieben über dieses Thema, also Zusammenhang zwischen Mann und Frau und Verhältnis von Mann und Frau diesbezüglich. Also seit Beginn der Menschheit, vor etwa 2 Millionen Jahren, wurde die Vulva als Tor des Lebens religiös verehrt. Als dann die Rinderzüchter vor etwa 10.000 Jahren, als die Wildbeutergesellschaft langsam in Ackerbau und Viehwirtschaft überging und die Männer dann den Zusammenhang zwischen Zeugung und Nachkommen verstanden hatten, da bekam eigentlich eben das Ejakulat, die Hoden, der Penis und so weiter eine viel stärkere Bedeutung. Und sie begannen dann auch die Vulva zu bekämpfen. Das, was sie vorher Jahrhunderttausend Jahre lang eigentlich verwehrt hatten. Und sie haben diese patriarchalische Ideologie verbreitet und bis nach Ägypten. Und dort wurden die Frauen zum ersten Mal auch beschnitten. Also das ist von den Dokumenten her das erste Mal, dass man auf so etwas gestoßen ist. Also bei den Ägyptern waren das an Mumien, wo man das feststellen konnte. Und also vermutlich war es so, dass die Frauen erst beschnitten wurden, nachdem sie bereits geboren hatten. Also einfach, dass sie nicht mehr von anderen Männern irgendwie angegangen werden konnten. Und von dort hat sich das dann verbreitet. Also ich kann mir das noch gut vorstellen. Ich meine, die Pharaonen, das war eine hohe Kaste. Oder? Und da hat man heraufgeschaut und dann hat man vielleicht das im Volk auch gefunden. Man müsste das nachmachen, im Grunde genommen. Ja, eben, das habe ich gesagt, Sexualität zwischen Natur und Kultur. Eben das Christentum und andere Religionen haben dann auch verlangt, dass man
das sexuelle Verlangen zügelt und Sex nur für im Sinne der Fortpflanzung einsetzt. Und viele Religionen zementieren auch die Vormachtstellung des Mannes. Und eben in diesem Sinne möchte ich da auf den nächsten Themenabend eigentlich hinweisen von Beata, menschliche Sexualität zwischen Natur und Kultur. Sie wird dann diesen Aspekt behandeln und wir freuen uns natürlich da schon darauf. Also, vielleicht die Schlussfolgerung. Grundsätzlich hat sich die geschlechtliche Fortpflanzung als Erfolgsmodell etabliert im Verlauf der Evolution. Nur so konnte man die Veränderung der Atmosphäre, der Temperatur und so weiter eigentlich erfolgreich nachvollziehen, evolutionsmäßig sich anpassen. Die Evolution hat den Mann und die Frau mit einem starken Sexualtrieb ausgestattet, welche der Lust und der Fortpflanzung dient. Und eigentlich spricht alles für eine liberale Sexmoral, also wenn man die Evolution anschaut und wenn man das Tierreich anschaut, eben wo die sexuellen Praktiken also als Bindemittel dienen, zwischen Mann und Frau, innerhalb der Familie und zweitens der Fortpflanzung dienen. Aber es spricht auch einiges für die monogame Gesellschaftsstruktur, das haben wir auch gehört. Und an diesem Punkt ist die Frage, ja, in welche Richtung entwickeln wir uns, die heutige Form der Ehe und unsere Gesellschaft weiter? Mit dieser Fragestellung möchte ich eigentlich meinen Beitrag da abschließen. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu dem, was ihr jetzt da gehört habt, entscheidet über eine sexuelle Beziehung. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das über 80% ist das Weibli und sozusagen nicht der Mann. Also auch bei den Menschen ist so, dass die Frauen das entscheiden. Außer Zwangsehe oder so etwas, wo die Kultur dann. Also das finde ich noch interessant, dass das Weibli entscheidet, mit wem dass sie eine Beziehung eingeht, nicht zu Männern, wie wir das glauben. Also in dem Sinne, wo sie oder abweist, oder in dem sie aktiv alles. Beides. Als ich das mit den Menschen auf, studiert habe, also mit Bonobos, Schimpansen und Gibbon, da habe ich gedacht, wir haben eine vor allem drei etwas in uns drin. Und wenn ich jetzt eben Chimpanzen oder Gorilla und so weiter anschaue, da kann man sagen, also die machen das mit Kraft oder die nehmen, was sie brauchen. Also da hat sie nicht mehr so viel zu sagen. Natürlich, es gibt auch in den Strukturen, also insbesondere bei den Bonobos ist es ja so, also auch wenn jedes Männchen mit jedem Weibchen also Sexualverkehr hat, dann schaut doch jedes Männchen, ja, ist die Frau attraktiv, ist das Weibchen attraktiv und umgekehrt auch. Also das spielt dann doch immer noch auch eine Rolle. Das geht dann in diese Richtung. Ich rede das für Sie. Also ich denke, es hat damit zu tun, wie schwierig die Aufzucht des Kindes dann für die Frau ist oder wie viele Kinder eine Frau kriegen kann. Wie bei den Menschen, wenn eine Frau ein Kind kriegt und dafür 9 Monate Schwangerschaft investieren muss, dann ist es eben dann an der Frau quasi die Männer auszusuchen, die ihr dann das machen. Die Frau braucht ja viel länger, bis sie wieder begattet werden kann, wie der Mann braucht, um seinen Samen rumzuspritzen. Es gibt ja entsprechend sind die Männer auch weniger wählerisch. Die können ja immer wieder. Wenn die Frau sich einmal entschieden hat, dann ist sie für lange Zeit gebunden. Es gibt eine interessante Betrachtungsweise. Männchen sind jetzt ausser bei den Menschen, in der
Tierwelt meistens die schönere. Oder? Die müssen sich Mühe geben, damit sie für das Weibli attraktiv sind. Da würde eigentlich bestätigen, das Brigatte wäre. Wenn das Weibli entscheidet, ja, ja. Das Mädchen. Das stimmt, das ist ganz speziell so. Hier ist aber noch ein anderer Fall. Gibt es auch Vergewaltigung, ja, mit Tieren? Ja, ja, eben. Das ist bei den Schimpansen. Ist das so? Hat man festgestellt, dass es das gibt? Ja, also ich würde mir offen schauen. Das ist doch nicht aus, als hätten sie Lust, oder? Oder ja, das sieht auch nicht aus, ich weiß nicht. Romantisch aus. Aber weiss man nicht, was die fühlen. Also, ich bin, bist du jetzt, ich weiß ich gar nicht mehr, Physiker und Naturwissenschaftler und so, aber hast doch auch Biologie noch ziemlich stark angeschaut, oder? Ja, also ich bin Physiker und für Physik, Chemie und Biologie im Alpin. Eben, genau. Also ich hatte eine reine Biologie-Vorlesung gehabt. Hättest du jetzt irgendetwas gehabt, was du gefunden hast, das müssen wir anders sehen? Ja, was du jetzt nicht so erwähnt hast, es gibt das große Rätsel, warum praktisch alle Lebewesen sich sexuell fortpflanzen. Praktisch alle Arten. Eigentlich wäre das Simpelste, eine Zelle teilt sich oder eine Pflanze ablegen. Und das gibt es aber praktisch nicht. Also auch die sich asexuell fortpflanzen, einfach durch Zellteilung, auch die haben in gewissen Zeiten dann trotzdem eine sexuelle Fortpflanzung. Und das ist eigentlich, gilt als grosses Rätsel. Vor allem, warum machen die Frauen mit? Die investieren da einen Haufen und haben nachher eigentlich nur noch die Hälfte von ihren Genen vervielfältigt. Also wenn das nicht klar rausgekommen ist. Also ja, du hast das gesagt, aber das gilt nicht als so gesichert. Das ist schon ein häufiges Thema, dass dann der Vorteil ist, dass Krankheiten besser abgewehrt werden. Aber es gibt auch viele Geschlechtskrankheiten, die genau durch den Sex verbreitet werden. Also, das ist überhaupt nicht so sicher. Und sie haben da ein Modell gemacht, Modellrechnungen, auch mit einem Computerprogramm, wo das meines Wissens nicht so klar rauskommt. Aber ist das nicht eben, weil sehr viel sich verändert hat? Von der Evolution, ja. Von Umgebungsatmosphäre, Uratmosphäre und so weiter. Also selbst dann wäre es ja wahrscheinlich noch einfacher, das Lebewesen hätte eine Art zwei Sätze gehen und mischt dann die selber nach. Oh, jetzt verändert sich und dann macht es grössere Sprünge. Also, ja. Es läuft halt nicht ohne weiteres. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die. Das ist das, was der Doktor geschrieben hat. Es geht eben um egoistische Gene. Das Gen ist eigentlich egoistisch und nicht das ganze Lebewesen. Dass es, wenn ein Gen das eher macht, dass das Lebewesen den Sex hat, dann breitet sich das schneller aus. Weil dann ist es schneller mit verschiedenen Genpool vorhanden und ist dann durch das besser abgesichert. Das einzelne Sexgen, könnte man sagen, wo eben Sexualität fördert. Also dass Sexualität eigentlich eher ist wie eine Krankheit, wo sich auch ausbreitet, wenn es fürs Lebewesen kein Vorteil bringt. Aber ich habe jetzt gelesen, dass es eigentlich das gar nicht mehr gibt, ein Gen, als das ist ein Gen. Ja. Sondern dass das die Proteinverbindungen sind, die quasi ein Abschnitt sich davon trennt und wieder anders zusammensetzt. Dass das, und dann gibt es natürlich schon viel die grösseren Möglichkeiten, Varietät, oder? Wenn das ist nicht ein Fest. Man kann nicht sagen, das ist ein Gen, das können wir jetzt isolieren. Das kann man offenbar nicht mehr. Also ich habe noch gelesen, zum Beispiel die Bergsdenker, wo beide Geschlechter sind, die können sich auch selber befruchten, aber nach Möglichkeit suchen sie einen Partner, weil das eben dann trotzdem noch etwas anderes bringt. Etwas Neues bringt und Variationen tut. Es gibt ja schon neue Kombinationen. Ja.
Und weil eben gerade die zwei dann auf unterschiedlichen Wegen aufgewachsen sind und so, ist es eben schon mehr Variabilität, als wenn du das alles in dir selber bestellst. Ja, aber neue Kombination ist immer auch Gefahr. Also die meisten neue Kombinationen. Nein, es sind eben neue Kombinationen, die sich auf diesen verschiedenen Zweigen schon durchgesetzt haben. Ja. Oder? Also du hast ja eine Selektion eigentlich aus weiblicher Ahnenreihe und aus männlicher Ahnenreihe, also aus beiden Selektionen, wo am Schluss quasi die selektiert Besten wieder zusammenkommen. Ja, ja, also so wird es sehr häufig begründet. Es ist einfach, soweit ich weiß, gilt es nach wie vor als ein Rätsel oder mindestens, natürlich hat man Vermutungen und Begründungen, aber dass es dann eben in praktisch allen Lebewesen so funktioniert und dass es nicht auch Haufen Arten gibt, die ohne Sexualität sich fortpflanzen. Das leuchtet eigentlich nicht wirklich ein. Also, dass es noch viel Geheimnis gibt, auf das bin ich auch immer wieder gestoßen. Eben, dass noch nicht alles erkannt ist. Also, da ist schon absolut. Und das in dem Zusammenhang ist mir noch ein Sinn gekommen, bei denen, die sich asexuell vermehren. Kann ja gleich etwas von außen, also man weiss ja heute mit der Epigenetik, dass auch von außen Sachen können ins Erbgut kommen. Gibt es das dann bei denen nicht auch? Das muss es ja bei denen auch in dem Fall auch geben, oder? Nicht nur bei denen, die sich geschlechtlich vermehren. Also können sich die trotzdem auch angleichen und verändern. Ja. Also ich habe es nicht gelesen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, eben hier die Bakterienzellen, die ich dir gezeigt habe, draußen, die hat ja eine Membran, die durchlässig ist. Und innen hat es die Kernäquivalent, haben sie das genannt, oder? Dass da noch etwas könnte von außen herkommen, in dem Sinne, wie du das jetzt beschreibst. Das passiert über, man sagt in Translation, über Viren, wo dann zuerst das eine Bakterium infiziert und dort den Gen mitnehmen und dann im nächsten die Gene reinpflanzen. Das braucht man dann auch zur Genmanipulation, nicht mehr so Viren, die dann das übertragen. Dann schaut man dann nicht, dass die richtigen Sequenzen sind, die übertragen werden. Da könnten sich einige, die sich umschlechtlich vermehren, sich auch verändern und an den Umfeld anpassen. Wie du hast gesagt, die Schere mit der Zeit aus. Ja. Nein, also ich habe eine Mutation, kann es natürlich auch, immer geben. Ja. Ich habe einen Artikel von einer Biologin, habe ich hier übrigens, die hat gesagt, also die asexuelle Fortpflanzung, die das betreiben, die sterben nach 100.000 Generationen oder so aus. Oder? Also, aus irgendeinem Grund, wenn sie zu wenig können verändern oder anpassen oder was immer auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was du gesagt hast, trotzdem passiert, dass es länger wird. Ja. Also was wir, okay, was wir eigentlich, also was mich eigentlich fasziniert hat, eben die verschiedenen Varianten, die sind tierreich und pflanzenreich, also hauptsächlich dann auch tierreich angeschaut und so. Und das, was man eigentlich daraus hätte können ziehen. Und das, wie gehen wir um, ich meine, das mit den Seitensprüngen. Offensichtlich ist das ein Trieb, auch bei Männern und Frauen, oder? Sich so zu verhalten. Aber eigentlich ist das momentan immer noch ein bisschen unter dem Deckel. Und irgendwie müssen wir ja schlussendlich dann mal eine Gesellschaftsform finden, wo wir das irgendwie auf eine Hut bringen, also auf eine Reihe, denke ich. Aber das ist vielleicht etwas, wo... Ja, das ist sicher ein Thema, wo ich dann noch, also breit, über die Vor- und Nachteile oder Moralamina. Eben, weil, was ich überhaupt jetzt nicht behandelt habe, eben, weil ich weiss, dass du das machen wirst, ist eben der Einfluss von der Kultur, von der Religion auf unser Verhalten und eben da die größte Jungfrau und Hexe auf der anderen Seite und so, die Verteufelung von der Sexualität. Und Gott sei Dank sind wir immer mehr ein bisschen weg von dem, aber eben das interessiert mich dann schon, was in diesem Themenopfer von dir. Aber etwas anderes würde mich wundern, kann man jetzt auch feststellen, dass von dem Zeitpunkt an, wo sich die Sexualität, also wo sich sexuell vermehrt hat, dass dann von dort an mehr Arten entstanden sind? Oder kann man das
Das denke ich unbedingt. Also, da kommt jetzt wieder gerade die. Ich kann es zeigen. Was sich hier entwickelt hat über die letzten 500 Jahre. Und warte mal, vielleicht noch. Eben, das ist noch asexuell. Und eben, da ist dann alles sexuell. Also zuerst äußere Befruchtung, also eben an die Fische oder so, die so viele Eier abgelegt haben, und hier innere Befruchtung und so. Lebensgebären ist hier voll. Ich denke schon, also wenn man das jetzt noch würde, ein bisschen detailliert aufzeigen, dann könnte man das sicher so feststellen, denke ich. Ich finde das bereichernd, deine Darstellung, also eben so aus dem Tierreich, auch von den verschiedenen Formen von Sexualität oder Fortpflanzung und Paarbeziehung, weil man auch es ist noch nicht so lange her, hat man immer auch tierlich herangezogen, um zu beweisen, dass ein Mensch von Natur aus monogam ist und alle Tiere sind das auch. Also es ist noch nicht so lange her, dass man das so kann untersuchen und da auch objektiv sehen. Also von dem her, ich finde es wirklich bereichernd. Bei den Schwänen, die eigentlich ein Symbol sind da für Monogamie, oder? Wie der Professor das herausgefunden hat, dass da jedes sechste oder was ein Kuckuckskind ist. Vielleicht in den Menschen ähnlich, männlich besser auch nicht sein. Möglicherweise. Du hast ja vorhin noch gesagt, 65% der Frauen und Menschen erleben den Orgasmus. Das heisst wahrscheinlich jetzt, dass wir 65%, 65% mittlerweile das Christentum überwunden haben. Kann man das so als Maßstab nehmen? Ich glaube, ich will nicht vorgreifen, oder wie das zu dem Thema wird ich sicher. Die Zusammenhänge wirst du uns noch zeigen. Ich denke, das sind es ist nicht nur Christentum, wo schuld ist daran, dass Männer nicht aufgeklärt sind, wie man mit weiblicher Sexualität umgeht oder was für eine Stimulation das Frau braucht, um Orgasmus zu kommen. Christentum ist das eine, aber wir haben auch Wissenschaft, die uns auch nicht sehr dienlich war, seit dem 19. Jahrhundert. Also eben bei diesen Prozentsätzen, das erste, was ich gefunden habe, als ich Informationen und Statistiken über Seitensprüche noch hören wollte, das ist von der Parship, von der Online-Dating-Plattform. Und die hat auch interessante Ergebnisse gehabt. Aber es muss mit grosser Vorsicht natürlich angeschaut werden, was dort muss. Und es ist ganz bestimmt die Klientel und so. Und ich habe eigentlich, also das heisst, ich bin schon ziemlich rasch auf die grosse Studie von der Universität in Göttingen gestoßen. Die scheint offensichtlich in Europa die zu sein, die am meisten gemacht hat diesbezüglich. Aber trotzdem muss man mit diesen Resultaten immer wieder sehr vorsichtig sein. So genau weiss nicht, unter welchen Vorbedingungen die gemacht worden sind und in welchem Zustand auch die Leute gesehen sind, die irgendeine Aussage gemacht haben diesbezüglich. Eben wegen der 65%. Ja, ich glaube, es hat zwei Aspekte. Das eine ist, wie wir Männer mit der Sexualität von einer Frau umgehen. Der zweite ist aber, wie die Frauen mit ihrer Sexualität umgehen. Und ich glaube, dass bei einer offenen Gesellschaft, wie wir sind, Frauen eben immer in der Lage sind, auch selber zu sagen, ich will ein Orgasmus und ich tue etwas dazu beitragen. Wahrscheinlich hat das auch schon einen Einfluss, denke ich. Ja. Und da kommt es noch darauf an, sind die 65% Frauen, die einen Orgasmus haben beim Geschlechts mit einem Mann oder für sich selber? Das ist ja ich.
Erreicht sind die 65% mit denen. Ja, genau. Das ist ja ein Unterschied. Also ich würde jetzt meinen, das ist mit. Also ja, betrifft eher mit Mama und selber. Ja, mit denen wäre es höher. Also. Ja, eben. Ja, aber gut. Ja, wenn Kultur eben. Ja, das gibt es dann nie. Ohne verbieten, oder? Dann hat es eben wahrscheinlich viele, die das gerne, die Möglichkeit gerne draufkommen. Ja, die gerne getrauen, die vielleicht auch da sind. Das gibt es offenbar. Ja, sicher. Wir haben vorhin den Film gesehen, glückliche Ordnung. Ja, ich habe eigentlich an den gedacht. Gut, das kann ich nicht sexualisieren. Aber es geht natürlich auch sehr stark, genau. Ja. Aber es geht natürlich auch sehr stark auch um die Sexualität der Frau. Und das wird also dort auch sehr stark thematisiert. Also, ist das auch von, über den, wie heißt die, von Rotten? Die für Iris von Rotten, ja, Maya von Rotten? Die, aber, ja, nee, ganz am Rand. Ja, okay. Die ist die, wo da so eingesetzt wird, auch für Frauen. Also, ja, ja, im Rahmen von der von diesen Recherchen bin ich natürlich auch geschossen, aber ich habe es extra nicht erwähnt, weil ich denke, dass Beata dann noch nicht. Im Rahmen von der Aufklärung sind natürlich medizinische Bücher rausgekommen, die festgestellt haben, eben, dass Onanie eben zu Wahnsinn oder und so weiter führt. Ich bin vom Rücken, und das haben wir so. Das hat natürlich die ganze Erhoben Einfluss gehabt, also von der Gesellschaft, wie sie es mit dem umgeht. Ja, aber auch noch, also ich meine, das ist noch der Einfluss von der Religion, aber der Einfluss von der Religion ist schon längst nicht mehr und trotzdem noch vor 20 Jahren oder noch vor 10 Jahren ist anatomische Darstellung von den Geschlechtsorganen von einem Mann und von einer Frau, also von einem Mann ist ganz ausführlich mit allen Details und von der Frau ist irgendwie eine Hälfte dargestellt von den sexuellen Organen, oder? Nur das, was draußen ist und die ganzen Nervenverbindungen und das Klitoris eigentlich ein Organ ist, das noch innen gerade so gross ist wie Penis, das hat man gerne nicht gesehen. Und da ist nicht Religion schuld dran, das ist mehr die Struktur von unserer Gesellschaft, die patriarchal geprägt sind, auch wissenschaftlich. Die männlichen Wissenschaftler haben das Zeichen, was sie gesehen haben. Ja, so ungefähr. Und, ja, aber ich werde zu dem erzählen. Ja. Und aber ich finde es ein schöner Postulat, dass da in einer offenen Gesellschaft endlich einmal zum Ausgleich kommt und dass die Frauen auch so in ihrer Sexualität wirklich als vollkommene Wesen auch gleichwertig angesehen werden. Und dass man auch Kenntnis, also dass man auch Wissen verbreitet, ist auch unser Augen. Es hat ja das Buch gegeben, Darmcharm, wo eine zukünftige Ärztin mal über den Darm und die ganze Funktion des Darms. Und es gibt ein ähnliches Buch, wo zwei Ärztinnen über Viva Vagina. Das ist ganz neu jetzt. Ganz neu. Genau. Ja. Empfehlenswert. Ja, ich kann's. Viva Vagina. Viva Vagina. Viva Vagina. Könnte die Unterschiede nicht auch allenfalls durch also hormonbedingt durch die sexuelle Lust einfach entstanden oder mit dem Grund sein? Ein Grund für was? Der Unterschied bei der Orgasmusprozentzahl. Ja. Also ich denke, das hat mit dem Patriarchat zu tun, dass die männliche Gesellschaft das gar nicht hat wollen. Dass Frau als viel Lust empfindet. Das gäbe es keine Befriedigung. Ja. So. Ja. In Iran, in Südpark von Iran, sie machen eine Operation Menschen. Also das Frauen? Ist, ja, ja, Frauen. Ja, und das ist eine Motivation. Ja, total. Ja. Auch sehr schmerzhaft. Auch gibt es. Ja, Afrika in vielen Ländern. Und sie sagen, Frauen brauchen keine Orgasmen. Sie dürfen keine Lust empfinden, ja, sonst haben sie Lust auf einen anderen Mann.
Das ist wieder das eine, aber auf jeden Fall ist sicher auch ein hormoneller Einfluss. Das und das Ganze. Einfluss. Aber kann man das wirklich jetzt nur alles auf das Patriarchat abschieben? Also, kannst du noch tun? Ja, es gibt keinen, die Frau hat absolut keinen hormonellen Nachteil, um Orgasmus zu empfinden. Die Frau hat auch vier möglich, mindestens, dann hat mehrere Arten von Orgasmus also als Mann. Also das zeigt schon, dass es keinen Nachteil von der Natur her gibt. Ja, aber wenn das merkt auch ein Mann im Alter, dass er die sexuelle Lust nachlässt, das muss ja doch auch etwas mit den Hormonen zu tun sein. Also als 20-30-Jähriger war meine Lust noch wesentlich höher als heute. Nicht, dass sie heute nicht mehr da ist, aber nicht mehr in der Intensität. Also das kann weder am Patriarchat noch an sonst was liegen. Das muss doch irgendwie hormonell bedingt sein. Ich meine, dass du meinst, aber ich habe dich so verstanden, dass du meinst, dass die 65, da müsste man schauen, die 65%, welche Altersgruppe das war. Also da können wir nicht diskutieren. Aber also auch bei den Frauen nach Menopause hat man festgestellt, wenn sie einen jungen Liebhaber haben, dann hat also... Dass die Hormone wegkommen. Aber sie ist kein Nachteil. Gut. Wird wahrscheinlich beim Mann auch so sein. Das ist wie bei Frauen mit jungen Liebhabern. Weniger. Weniger als alte Männer mit jungen Frauen. Ist weniger gesellschaftlich anerkannt. Genau. Also Macron macht es jetzt vor, oder? Mich würde noch interessieren, wer will, dass die Frau beschnitten ist? Wollen das die anderen Frauen oder will das der Mann? Nein. Wer fördert das? Das ist ein vielleicht Gesetz vor islamische, ja, Tradition, aber vor islamische Influence. Und ja, sie sagen, Mädchen müssen nicht Orgasmus haben und sie machen diesen ja, Weg von Frauen. Klitoris. Ja, Klitoris weg und ja, das ist so. Das sind jetzt die religiösen Oberhäupter, die sagen, ja. Wie können sie jetzt haben dürfen, dann bilden sie die anderen so nach. Ja, sie sagen, diese macht Frauen was sagen weniger sie? Treu. Ja, ja, weniger treu oder distract. Ja, nee. Distract in Englisch. Distract? Distract, ja. Ja. Ah, nicht nur. Ja, 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 ja. Und ja, das in Iran, ja. Ja, aber es passt für mich einfach nicht ganz zusammen, weil der Ehemann, der will ja, dass die Frau irgendwie das einigermaßen auch möchte. Das ist ihm egal. Also, kann ja nicht das mit Gewalt in Iran. Ja, okay, das mag ja sein, aber auch wenn du mehr Gewalt brauchst, ist es wahrscheinlich weniger lustig, als wenn sie einigermaßen noch will. Also, ich so denken nicht, das ist europäisches Denken. Ja, ja. Das merkt man relativ überrascht, dass das nicht so lustig ist. Also, ich glaube, das ist denn Wenn irgendwie ältere Frauen finden und jetzt will ich nicht, dass da die Junge kommt und... Nein, das ist nicht so eine Überschneidung. Aber vielleicht schon auch die Frauen, weil sie selber so erzogen wurden und weil sie so konditioniert sind, dann wollen sie es auch für die Tochter. Aber ich glaube nicht, dass es ursprünglich von den Frauen herkommt. Also in afrikanischen Frauen, in afrikanischen Ländern ist es ja... sind sie meistens Frauen, die das machen. Also ja, sie führen es aus, aber ja. Da müsste man einfach über den Ursprung von diesem Brauch diskutieren, wie ja. Er entstanden ist, und der kommt nicht von den Frauen. Also eben, da bin ich eben nicht so sicher, weil die Logik, also von der Logik... Ja, dann müssen wir vielleicht mal die Quelle suchen. Das schauen wir nach. Ich schicke dir ein Ding. Ich sehe einfach also nicht, weshalb so ein Mann, irgendein religiöses Oberhaupt, der sagt, ich habe sowieso kein Sex, wie das die anderen auch nicht haben, das damit sie keine Lust mehr hat mit einem anderen. Genau. Es geht um Unterwerfung. Also dadurch kann man Menschen unterwerfen, wenn man ihren Sexualtrieb reguliert. Kannst du das sicher nochmal aufgreifen, damit ein Vortrag? Ich würde aber nur am Rande, ich möchte mich eher auf die europäische Kultur kommen, weil ich denke, wir haben genügend Probleme schon, oder weißt du, bei uns. Weil das legt sehr viele Emotionen, das andere Thema, das ist nochmal ein anderes Thema, also Beschneidung. Und am Rande war es auch im 19. Jahrhundert in Europa, also wo die ersten Wissenschaftler so quasi die Sexualität von der Frau untersucht haben, ist nicht unbekannt, ist auch vorgekommen.
also weil man auch die Angst hatte von der weiblichen Lüsternheit. Also in diesem Zusammenhang würde ich es erwähnen. Also in diesem Zusammenhang, das hat mich schon wirklich interessiert. Woher kommt die Dominanz der Männer? Und da bin ich unweigerlich eben auf diese Frau Wolf gestoßen, welche das wirklich 30 Jahre lang analysiert hat und mehrere Bücher darüber geschrieben hat. Und eben von daher weiß, also ich basiere jetzt einfach auf das, was sie gesagt und geschrieben hat, dass eigentlich der Beginn bei den ägyptischen Pharaonen war, aber eigentlich herrührend eben von den Phalluskult, weil da ist Bauern, der Wechsel oder zwischen Vulva-Kult zum Phallus. Genau, von diesen Bauern und so weiter, die erkannt haben, eben, dass eigentlich der Mann mit seinem Geschlechtsorgan, also zuerst bei den Tieren haben sie das festgestellt, also eben die, auf der einen Seite die Zeugung und dann das Junge, das da gekommen ist, und die haben dieses patriarchalische Denken und die Einstellung herübergebracht und eigentlich die ersten Beschneidungen, die waren wirklich bei den Pharaonen, und zwar weil die in ihrem Harem also Frauen hatten, und wenn diese Kinder geboren hatten, dann hat man ihnen dann die Vagina zugenäht, eben damit sie nicht mit anderen Männern irgendwie etwas haben konnte. Aber das würde ja heißen, dann ist es nicht religiös. Vom Ursprung her nicht religiös. Die Religionen haben das einfach übernommen. Es ist ein Mittel der Unterordnung. Genau. Es geht um Unterordnung. Und Kontrolle. Und Kontrolle, ja. Also da habe ich eine ganz primitive Art, auch bei Männern, auch männliche Beschneidung, ist aus einem Ritus, dass Gruppe, dass ein junger Männer und sich unterordnen den älteren Männern und der Gruppe. Das war Ursprung. Und später wurde es durch die Religionen übernommen. Fällt das dann auch zusammen mit den Viehzüchtern? Also, ja, genau. Genau. Also das ist eine andere, finde ich, gute Erklärung. Das ist bei Kai Michel und Karel van Schaik. Die haben ein Buch geschrieben über die Bibel als Historiker und Anthropologen, und die sagen, dieses Patriarchat, das hängt mit der Sesshaftigkeit zusammen, dass dann hat man da ein Land und dann gibt es verschiedene Kinder, die er übernimmt, das muss ein Mann sein, der das verteilen kann, und dort sind die Männer richtig geworden. Genau. Ja, sehr gut, das ist super. Ja, das wird auch gut. Aber was hat ein bisschen die Gottes auch von den Männern? Was ist denn da? Du hast es vorhin gesagt. Also ich habe jetzt eigentlich, das ist einfach ein Artikel in einem Buch über männliche Sexualität und Bindung, wo ein Psychologe, wo sich mit einem Arzt, wo sich mit einem Thema befasst hat, und er führt das zurück auf ein Ritual früher, also so auf einer ganz primitiven Stufe der Gesellschaft, wo es wichtig ist, dass Menschen Autoritäten anerkennen und so wie eingebunden werden in soziale Strukturen, hat das dazu gedient. Oder wenn man die jungen Männer in einem bestimmten Alter, dann irgendwie bei 13 oder 14 beschnitten hat, hat das ganz ein klares Zeichen gesetzt, dass sie sich unterordnen müssen, und auch ein Schmerz, das ist auch mit Schmerz, so kann auch mit Schmerz verbunden sein. Und, das ist irgendwie der Ursprung, es ging um Gruppenbildung. Also es ist eine so, es ist eine, mein Kind, es ist eine so, ich kann euch also einen Link schicken zu dem Artikel. Das ist die Beschreibung, oder? Nein, er kämpft mit diesem Arzt, er kämpft auch gegen, also er ist sehr dagegen. Also gegen viele Ärzte machen das nicht mehr, oder sagen das ist nicht. Also er erachtet das als sehr problematisch. Aber es gibt auch da doch, im Alten Testament ist ja der Bund von Abraham mit Gott, die ist die Beschneidung. Und für mich ist das eine geniale Idee, weil wenn du sagst, die Männer müssen beschnitten sein, weil sie mit Gott diesen Bund haben, dann können die Frauen nicht mehr mitmachen. Und das ist natürlich eine geniale Idee, um dieses Patriarchat durchzusetzen. Und das ist ja heute noch so. Ich würde meinen, dass Freud da mit dem Penis nachgekommen ist. Das ist
für mich typisch jüdisch, oder? Der beschnittene Penis, der hat den Bund mit Gott, und was wollen die Frauen da? Also, aber es hat doch auch einen hygienischen Grund, oder? Nein, das ist ein Vorwand, das ist konstruiert, das ist nicht nachgewiesen. Also es gibt mehrere Komplikationen bei den Operationen als Vorwand. Also die Ärzte sagen das mindestens, weil sie sind konfrontiert mit den... Diese, was sagen Sie? Beschneidung ist große Kritik über Gott. Gott konnte nicht diese Teil perfekt machen. Und, ein Mann muss diese korrigieren. Aber ihr sagt auch Gott, nur Gott ist perfekt und der Mensch kann nie perfekt sein. Also muss er die Frau lassen. Was hat das Buch, Silvia, wo du erwähnt hast, oder wo ihr beide erwähnt habt? Scheik, wie heißt das? Karel van Scheik. Und Geschichte der Menschheit. Er ist ein Nein, über Patriarchat, Geschichte der Menschheit. Das ist über die Geschichte des Patriarchats, oder kann man sagen? Nein, das ist über die Bibel. Über die Bibel. Über die Bibel. Aber vom anthropologischen Standpunkt her, die Bibel betrachtet und sagt, warum war zu dem Zeitpunkt das Mode oder hat Gott also das gesagt zu dem Zeitpunkt? Und so. Also meine Theorie ist ja, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, also nur den männlichen Menschen selbstverständlich. Und Gott selbst wurde von seinem Vater beschnitten, darum musste er den Menschen dann auch durch seinen Vater wieder beschneiden lassen. Oder? Was, Gott wurde von seinem Gott wurde von seinem Vater beschnitten? Wer ist der Vater? Ja, das ist jetzt eben das große Geheimnis. Okay. Das ist ja wie die Frage, wer ist der Schöpfer von Gott? Aber hast du noch ein bisschen mehr zu dem Thema? Aber das Frage wird ja nie aufgeworfen, oder? Also, ja, ich stelle sie schon. Ah, eben, du. Aber nicht. Das ist diese... Ja. Diese Frau Wolf, die da muss ich aber sagen, wo haben Sie denn den Namen? Normalerweise ich weiß nicht, wo das ist. Das ist blöd, wenn ich wohl und der also es ist eben eine Frau Wolf. Ich habe interessanterweise den Namen nicht da. Ich komme jetzt da nicht hin. Ja. Ah doch, Doris Wolf. Ja, genau. Hast du das Buch? Kann von mir haben? Ich habe es nur gelesen. Ah, okay. Ja. Ja, weitere Fragen? Wenn wir mit so weit abgeschlossen sind, dann bedanke ich mich. Ja, also mit dem habe ich gar nicht gerechnet natürlich. Also mich freut hauptsächlich dafür, dass ihr da seid. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Geschenk. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag.